Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen für heute. Die Lebenslinien, das Kundenmagazin der Salzburger, finden Sie druckfrisch in Ihrem Postkasten. Unter anderem geht es hier um die Digitalisierung. Warum Sie unbedingt alte Zählerkästen tauschen sollten und auch diesmal stellen wir Ihnen einen interessanten Lehrberuf in der Salzburger vor. Die Digitalisierung wird unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten massiv verändern. Wie werden wir 2030 leben, arbeiten und uns fortbewegen? Damit beschäftigen sich auch die Lebenslinien, das Kundenmagazin der Salzburger AG. Wir stellen Ihnen zwei Salzburger Projekte vor, die in Zukunft am digitalen Markt mitmischen wollen. Die Firma Polycular in Hallen beschäftigt sich mit sogenannten Escape Rooms. Die beiden Gründer bauten den Fachbereich Augmented Reality und Games in der Fachhochschule Salzburg auf. Seit 2014 wollen sie einen Beitrag leisten, um Gesellschaft und Kultur spielerisch weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund werden sie auch in der Salzburg ein Projekt umsetzen. Da geht es darum, dass das Ganze in einem Escape Room Szenario spielt. Das heißt, Schüler in Workshops für die Energieberater der Salzburger AG in Schulen kommen, haben die Challenge, sich sozusagen aus einem modernen Escape Room zu befreien und lernen dabei alles Mögliche über Energie und was die Salzburger AG so an Services anbietet. Schüler sollen so spielerisch an technische Themen wie Strom, Wärme und Mobilität herangeführt werden. In den nächsten 16 Jahren gehen in Österreich rund 750.000 Menschen in Pension, mehr als in den letzten 60 Jahren. Der Gesundheits-, Rehabilitations- und Pflegebereich könnte dadurch an seine Grenzen stoßen. Die Firma Salzburg Research will dem entgegenwirken und Pensionisten fit halten. Dazu werden 100 Salzburger und Wiener Haushalte mit Tiefenbildkameras und Tablets ausgestattet. Über die Kamera können die Senioren ihre Turnübungen aufzeichnen und am Tablet überprüfen. Also das Bewegungsprogramm ILSE, das ist einerseits da, um eben vor allem ältere Menschen zu motivieren, sich mehr, also wirklich regelmäßig und mehr zu bewegen. Andererseits eben auch, um eine Bewegungskontrolle für zu Hause ermöglichen, also mache ich die Übungen richtig, ja oder nein. Und das Dritte ist, dass natürlich noch eine persönliche Betreuung dabei ist. Das heißt nicht, dass jetzt ein Coach eben zu Hause ist, sondern wirklich, dass der über die Technologie mit den Leuten zu Hause verbunden ist. Grundsätzlich soll dieses Projekt Menschen motivieren, sich mehr und regelmäßig zu bewegen und fit für Assistenztechnologien zu machen. Mehr Geschichten rund um die Digitalisierung gibt es auch in den Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburger AG. Wir kommen jetzt in die eigenen vier Wände und zu Ihrem Zählerkasten, denn der alte gehört unbedingt getauscht und gegen einen neuen ersetzt. Mehr Informationen dazu jetzt im Magazin. Wenn Ihr Zählerkasten noch so aussieht, dann müssen Sie auf jeden Fall reagieren, denn ein alter Zählerkasten ist ein ernstes Thema und sollte auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden. Der Zählerkasten ist das Herzstück eines Hauses. Er sollte dem Stand der Technik und den gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Jeder, der mit einem alten Zählerkasten ohne FI-Schalter im Haus lebt, der muss mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko rechnen. Wir haben Christina Bürgi in Salzburg-Itzling besucht, die sich nach dem Hauskauf alles erneuern lässt. Uns ist das gesagt worden vom Verkäufer, da haben wir, wie soll man sagen, erste Hinweise bekommen, dass eben die Elektrik nicht ganz am neuesten Standard ist. Und haben dann relativ schnell entschlossen, einfach bevor wir einziehen, das ist auch eine langfristige Entscheidung, so ein Haus zu kaufen, dass wir das jetzt machen, da umzurüsten. Es gibt ein paar so unterschiedliche Stadien von Verteilerkästen. Teilweise sind es nur Holzkästen, dann brauche ich gar nicht überlegen, dann ist es sicher nicht mehr am neuesten Stand. Und teilweise sind es schon Metallverteiler, wo aber nur zum Beispiel der FI-Schutzschalter nicht eingebaut ist. Und auch das ist suboptimal, hier sollte auf jeden Fall gehandelt werden. Doch wer ist im Haus für den Zählerkasten verantwortlich? Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand einer Anlage liegt normalerweise beim Hauseigentümer oder beim Vermieter. Es kann aber auch der Mieter sein. Nach einer ordnungsgemäßen Übergabe ist nämlich der dafür verantwortlich, dass er Mängel beheben lässt. Wenn er das unterlässt, dann können im schlimmsten Fall für ihn strafrechtliche oder zivilrechtliche Konsequenzen folgen, wenn zum Beispiel durch einen Brand eine Person zu Schaden kommt. Und solche Brände kommen immer wieder vor. Jährlich gibt es ca. 7000 Brände in Österreich. Davon sind etwa 1000 auf alte oder mangelhafte elektrische Anlagen zurückzuführen. Dabei kommt es zu mehreren Millionen Euro Sachschaden und im schlimmsten Fall sogar zum Verlust von Menschenleben.
All das wäre nicht notwendig oder könnte ganz einfach durch den Einbau von FI-Schutzschaltern oder Überspannungsableitern und den ordentlichen Zustand von elektrischen Anlagen vermieden werden. Wie kann man jetzt allerdings als Otto-Normalverbraucher testen, ob der Zählerkasten noch dem Stand der Technik entspricht? Das Erste, was er auf alle Fälle kontrollieren kann, ist ein FI-Schutzschalter vorhanden. Wenn einer vorhanden ist, dann sollte er die Prüftaste drücken, das zweimal im Jahr. Bei den Überspannungsableitern in den neueren Verteilern, die sind meistens im rechten unteren Teil vom Verteiler eingebaut, da gibt es meistens so rote, rot-grün Kennzeichnungen, dass der Überspannungsableiter, wenn er innen rot ist, dann ist er defekt und gehört austauscht. Das ist Überspannungsableiter schützt die elektronischen Geräte im Haus. Schlechte Isolierungen, fliegende Klemmen, das sind so Sachen, die man oft sieht, offene Dosendeckel, das kennt der Laie auch. Wenn man das alles beachtet und alle 10 Jahre seinen Zählerkasten und die elektrischen Anlagen einen Check unterzieht, ist man schon mal relativ gut unterwegs. Meine Motivation war in dem Fall einfach das Haus in einen guten Zustand zu bringen. Das ist eine Substanz, die wir langfristig bewohnen wollen und auch dann in einen guten Zustand für den Fall der Fälle irgendwann einmal übergeben könnten. Also jetzt alten Zählerkasten aus Sicherheitsgründen tauschen und vor allem, um sich für die Zukunft fit zu machen. Alle Infos zu den Salzburger G-Elektro-Service-Partnern, also die Elektriker unseres Vertrauens, finden Sie auf unserer Website. Eine zusätzliche Broschüre mit Informationen rund um den Zählerkastentausch finden Sie ebenfalls in den aktuellen Lebenslinien. Jetzt kümmern wir uns um die Energieeffizienz binnen zu Hause. Meine Kollegin Lisa Reischl hat auch jetzt wieder einen interessanten Tipp für Sie. Wie Sie Ihrem Cappuccino den effizientesten Milchschaum verpassen, das zeige ich Ihnen gleich. Steckdose oder Batterie? Sie sollten sich bei Neukauf auf jeden Fall für ein steckdosenbetriebenes Gerät entscheiden, denn das ist wesentlich effizienter und umweltfreundlicher. Das Kraftwerk Diesbach im Pinzgau bei Saalfelden wurde vom Speicher zum Pumpspeicherkraftwerk umgebaut. Nach einer Bauzeit von 1,5 Jahren nimmt die Salzburger die neue Matrixpumpentechnologie jetzt in Betrieb. Der Pinzgau ist seit eh und je der Strompionier im Bundesland Salzburg. Dort, wo einst Salzburgs erster Strom erzeugt wurde, spielt er auch heute für die Wirtschaft der Region noch eine wesentliche Rolle. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand das Fuscher Bärenwerk. Als erstes landeseigenes Großkraftwerk. Es machte den Raum um Zell am See mit einem Schlag zu einem der am besten mit Elektrizität versorgten Gebiete Österreichs. Allerdings hatte Strom als Luxusgut mit erheblichen Absatzproblemen zu kämpfen. Nach dem Kraftwerk Bärenwerk folgte in den 60er Jahren das Kraftwerk Diesbach, das durch die rekordverdächtige steile Druckrohrleitung das Markenzeichen der Region wurde. Erbaut im Jahr 1964, gilt es auch heute noch als bauliches Meisterwerk. Die enormen Wassermassen, die über 700 Meter in die Tiefe stürzen, stellen bis heute für das Krafthaus und die Turbinen eine Herausforderung dar. Es war voll schlimm, wenn es keinen Strom gab, weil sonst könnte die auch nicht mit meinen Freunden über WhatsApp oder so schreiben. Dann könnte die nichts nähen und dann könnte die nichts backen. Mein Papa konnte dann nicht arbeiten, weil er Elektroingenieur ist. Und dann könnte die auch nicht Fernsehen schauen, also das war schon schlimm. Und es gab auch keine Ohrringe und keinen Schmuck und man konnte sich die Haare halt nicht glätten oder lockig machen. Und dann könnte man auch nichts Haares bei einem Herd machen oder so, halt meine Mama. Wir wissen, dass wir in Zukunft mehr Energie benötigen. Das heißt, es muss auch mehr Energie nachhaltig in Salzburg produziert werden.
Allerdings kann man Kraftwerke nicht an jeder x-beliebigen Stelle bauen und der Platz im Bundesland Salzburg ist größtenteils ausgeschöpft. Aus diesem Grund setzt die Salzburger AG auf die Flexibilisierung bestehender Kraftwerke, wie man am Beispiel Diesbach im Pinzgau nahe Saalfelden sehen kann. Beim Diesbach-Kraftwerk funktioniert es halt so, dass da oben ein Stausee ist. Wenn man halt Strom braucht, lässt man das Wasser runter. Unten ist eine Turbine und durch die Drehbewegung erzeugt dann halt der Generator Strom. Und der Strom wird dann über die Stromleitungen im ganzen Pinzgau verwendet. Und das Wasser, was halt runtergeflossen ist, durch die Turbine kommt dann unten in den Stausee, im zweiten. Und wenn man es wieder braucht, pumpt man es einfach wieder auf und kann es dann nochmal hernehmen. Im Frühjahr 2017 gab es für die Erweiterung zum Pumpspeicherkraftwerk den Spatenstich und den Beginn einiger Herausforderungen, wie wir noch sehen werden. Aber jetzt alles der Reihe nach. Ganz allgemein und global war der Zeitdruck, den wir hier bei diesem Projekt hatten, enorm. Also wir haben die gesamte Anlage vom ersten Spatenstich bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme innerhalb von 1,5 Jahren abgewickelt. Also das ist die Zeit, wo man normalerweise ein Einfamilienhaus baut. Als erstes wurde mit den Arbeiten an der Pumpenhalle begonnen. Das Fundament wurde gemacht und das Gerüst der Halle gefertigt. Danach ging es schon mit der Lieferung der sogenannten Windkesseln los. Diese Windkessel sind in der Pumpenhalle situiert worden. Das sind über 20 Tonnen schwere Stahlteile. Die mussten wir über die Pumpenhalle einheben. Sie haben dann im Endeffekt die Funktion, Druckschwankungen auf das Rohrleitungsnetz zu minimieren. Und dieses Einheben der tonnenschweren Windkesseln war eine komplizierte Geschichte. Millimetergenau wurden die Kesseln an ihren Standort gehoben. Ein Nervenkitzel für alle Beteiligten. Im Herbst 2017 wurde der Stausee im Steinerne Meer entleert. Dadurch konnte man zum Stollensystem vorrücken und dieses mittels Sprengungen erweitern. Danach ging es ans Unterbecken. Das Unterbecken hat die Funktion, das Wasser nach der eigentlichen Stromerzeugung zu speichern, um es später bei Bedarf wieder zum Stausee zu pumpen. Und das Besondere am Unterbecken, das wir da sehen, ist, dass es zu seiner Umgebung nicht abgedichtet ist. Das heißt, wenn wir mit dem Beckenpegel uns unter Grundwasserniveau befinden, ziehen wir Wasser aus der Umgebung ein, das wir zur Energiespeicherung zusätzlich nach oben pumpen können. Wenn wir uns dann mit dem Pegel wieder über Grundwasserniveau befinden, geben wir wieder Wasser an die Umgebung zurück. Das Becken, so wie wir es jetzt sehen, ist auf Stauziel und so haben wir einen Nutzinhalt von ungefähr 37.000 Kubikmetern. Im Turbinenbetrieb fließen maximal 4 Kubikmeter pro Sekunde in das Becken zu und im Pumpbetrieb können wir maximal 3,3 Kubikmeter pro Sekunde entnehmen und nach oben befördern. In der neu errichteten Pumpenhalle wiederum wurden 24 Pumpen zu einer Matrixpumpe installiert. Eine dieser Pumpen hat eine Leistung von ca. 1,23 Megawatt. Wenn alle laufen, bekommt man 3,3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde Richtung Stausee. Das entspricht ca. 22 Badewannen pro Sekunde. Bei einem normalen Pumpspeicherkraftwerk installieren Sie eine oder wenige große Pumpen und Sie haben das Problem, dass diese Anlage nicht regelbar ist. Sie können die Pumpen entweder ein- oder ausschalten, aber nicht in ihrer Leistung regeln. Und wir haben hier ein komplett neues Konzept, das unseres Wissens noch nie angewendet wurde, zur Anwendung gebracht. Das heißt, wir haben 24 Pumpen genommen. Und durch Ein- und Wegschalten jeder einzelnen Pumpen hat man ein extrem hohes Leistungsband der Anlage und kann schnell und flexibel an die Bedürfnisse des Markts reagieren. Bis Mitte April wurden dann die Arbeiten am Unterbecken abgeschlossen. Büsche wurden gesetzt und für die Natur eine Ausgleichslandschaft angelegt. Es ist voll super, dass es Strom gibt, weil man dadurch Fernsehen schauen kann. Weil es Strom gibt, ist es voll super, weil jetzt kann man mit dem Elektroauto rumkurven. Ein Computer kann man benutzen. Seit Herbst 2018 ist das Kraftwerk Diesbach wieder im Vollbetrieb und erzeugt wie eh und je sauberen Strom für die Region. Danke, dass es in Pinzgau sauberen Strom gibt. Yeah!
Die Salzburger AG sucht wieder Lehrlinge. Alle derzeitigen Lehrberufe finden Sie übrigens im Internet auf unserer Website unter salzburg-ag.at/lehre. Wir wollen aber jetzt die Gelegenheit nutzen, um Ihnen einen Lehrberuf vorzustellen. Wir besuchen jetzt unseren Lehrling Nico. Der hat einen ganz speziellen Lehrberuf und den schauen wir uns heute an. Nico, geht's dir gut? Ja, sehr gut. Bist fleißig am Werk? Nico, wie bist du auf die Salzburger AG gekommen als Arbeitgeber? Also ich habe mich beworben als Applikationsentwickler und nachdem ich dann auch eingeladen worden bin zum Bewerbungsgespräch bei der Salzburger AG, habe ich mir gedacht, das ist das richtige Unternehmen für mich. Nico, du bist jetzt 4 Wochen bei uns. Wie war da deine Anfangszeit? Wie bist du aufgenommen worden bei uns? Also am ersten Tag, wo ich gekommen bin, habe ich gleich einen Buddy zuteilt gekriegt. Der hat sich super um mich kümmert und hat mich gleich mit den Kollegen bekannt gemacht und hat geschaut, dass ich mich wohlfühle in der Firma. Was machst du als Applikationsentwickler? Also ich als Applikationsentwickler lerne jetzt gerade meine erste Programmiersprache in C und das ist halt mal die Basis, damit ich mal dann später in die schwereren Sprachen mal richtig durchstarten kann. Wie war für dich das Bewerbungsgespräch? Also beim Bewerbungsgespräch habe ich zuerst einen Test gehabt und danach das klassische Bewerbungsgespräch und ich muss wirklich sagen, durch die Kombination kriegt man wirklich mit, was das Unternehmen will von einem und was das Unternehmen auch bietet. Erst im heurigen Sommer haben wir bei der Festungsbahn den 1-millionsten Fahrgast gefeiert und jetzt im November schon den 2-millionsten. Wer hier das Rennen gemacht hat, das zeige ich Ihnen jetzt. So schnell kann es gehen und man ist der 2-millionste Fahrgast der Festungsbahn. Ich habe schon gedacht, was will der Mann, der jetzt auf mich zukommt von mir, habe ich was falsch gemacht? Und ich war völlig perplex. Und eigentlich wollten wir den Fußweg hochnehmen. Und sie wollte eigentlich einen Fußweg nehmen und ich habe gesagt, ich will aber doch mit der Bahn fahren. Insofern war das jetzt perfekt. Und ja, ab und zu muss man auch mal Glück haben. Danach gab es noch einen kurzen Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt Salzburg. Seit 1892 in Betrieb befördert die Standseilbahn über 2 Millionen Fahrgäste im Jahr auf die Festung Hohen Salzburg. An Spitzentagen zählt die Bahn bis zu 12.000 Fahrgäste pro Tag, die in 54 Sekunden auf die Festung gebracht werden. Und jetzt noch zu einem Veranstaltungshinweis. Am 1. Dezember lädt die Salzburger AG in Kooperation mit dem Salzburg Museum zu einem Aktionstag mit Familienprogramm ein. Unter dem Titel Stille Nacht bunt gemacht heißen wir den Advent mit verschiedenen Aktionen willkommen. Ein Highlight am Salzburger Aktionstag sind die künstlerischen Interventionen des Musikums ab 16 Uhr. Bei dieser Klangreise werden die Entstehungsprozesse des Liedes Stille Nacht dargestellt. Danach gibt es noch ein Abschlusskonzert. Der Eintritt bei Nennung des Losungswertes Salzburger AG am 1. Dezember im Salzburg Museum ist frei. Das war auch schon wieder das Salzburger Magazin. In unserer nächsten Sendung ab 29. November wird es schon weihnachtlich bei uns, denn dann stellen wir Ihnen den einen oder anderen Weihnachtsmarkt im Bundesland Salzburg vor. Und vor allem, wie Sie dorthin stressfrei kommen.